Das ist natürlich die Frage, wie stark sind die? Sind die wirklich so stark, wie man das von Level 23ern erwarten würde, oder? Okay. Ja, sie sind auf jeden Fall nicht schwach. Oh! Okay, sie sind wirklich so stark. Schlag sie zurück! Das ist ein Hinterhalt. Rückzug. Rückzug! Blast zum Rückzug! Und wir holen uns unsere Helden wieder. Allen voran natürlich unseren Heiler. Feindlicher Angriff! Dieser Basilisk ist schon schwer angeschlagen. Ach, zwei oder drei gleichzeitig werde ich wohl platt kriegen. Aber mehr sollte ich mich nicht wagen. Gut, dass ich mit diesen dreien noch davon gekommen bin. Sofort. Die hören nicht auf, mir zu folgen. Und los. Was soll ich tun? Das sind einfach und zu los. Viele. Die Rune wird sofort ausgeführt. Auf mein Kommando. Auf meinen Befehl. Okay, jetzt. Die zwei kriege ich tot. Standhalten, Männer. Genau, standhalten, Männer. Oh nein, auf einmal sind es zwei. Ich habe das Gefühl, die sind relativ widerstandsfähig gegen physischen Schaden. Was bei einem Krieger wie Kord natürlich ein Problem ist, denn er kann nur die Physis. Er hat halt den dicksten Schwengel, meine Fresse. Man soll es auch mal aussprechen. Du solltest dringend mit nach oben. Bringen die denn Erfahrungspunkte? Oh ja, die bringen Erfahrungspunkte. Das sind wie viele Spawnstätten? Zwei. Ja, zur Not machen wir es hier, wie bei den Dämonen auch, wenn wir jetzt merken, wir können die nicht schnell genug töten. Dann werden wir einfach ihre Gebäude stürmen und ausrotten. Sofort. Und schon ist das Problem gegessen. Schön. Wie es auf jeder Map so ein Lager gibt, das einen massiv leveln kann. Man muss es nur nutzen. Man muss die Chance beim Schopfe packen. Das hat sich Kord auch gedacht und das hat sich Gul'tag damals auch gedacht. Leider ist die Auktion ja schon beendet. Sonst hätte ich euch jetzt mal eben schnell einen Link geschickt, aber das wird leider nichts mehr. Da kommt schon der nächste Basilisk. Wir sind immer noch nach Rache. Sind schon recht viele. Wenn ihr mich mal so fragt. Schließt die Reihen! Ja, schieß. Vorsicht, Gegner! Sehr schön, das hat gut funktioniert. Vielleicht sollten wir hier mal wieder einen anziehen. Schopp da wop! Natürlich kommen wieder alle zugleich. Mir nach! Für die Freiheit! Mir nach! Und los! Ich will aber nicht mit allen kämpfen. Deswegen ziehe ich mich zurück. Ich will es wieder so mit drei Stück aufnehmen. Drei Stück sind grundsätzlich okay. Folgt mir! Sofort. Schnell. Das sind immer noch viel zu viele. Folgt mir. Vorwärts. Ich finde das Verfolgungsverhalten schnell dieser Viecher ein bisschen merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Für den Orden. Okay. Schließt die Reihen. Wird sofort ausgeführt. Haltet durch, Männer.
Das ist ein Hinterhalt. Auf mein Ziel. Das ist schön, bitte den nächsten. Segnung bringt nur bei ihm selbst etwas. Ja, es wird langsam ein bisschen schwer dagegen zu heilen. Lauf! Oh nein! Nein, Goldtag! Nein, Goldtag! Werden sie noch ein Liebespärchen? Man weiß es nicht. Na, wir holen die einfach wieder. Das sollte doch auch zu dritt machbar sein. Oh doch, wir haben einige weggekriegt. Und es geht ja doch relativ schnell. Jetzt fehlt uns nur noch er hier. Den wir mit konzentriertem Feuer eindecken. Nicht schlecht. Ja doch, man merkt deutlich, wie viel Erfahrung die bringen. Dementsprechend wollen wir das hier natürlich noch ein bisschen auskosten. 3, das sind jetzt noch 8, müssen es ungefähr sein. Ja, wenn wir jetzt wieder so 4, 5 wegholen, dann haben wir es schon fast. Dann sind das jetzt noch 2 konzentrierte Angriffe, die wir fahren müssen, und dann haben wir das Problem auch gelöst. Keine Ahnung, ob es danach noch ein Lager gibt mit diesen komischen Würmern, mit den Basilisken. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht so sein wird. Da ist gerade einer gespawnt, das ist aber okay. Wie gesagt, man muss natürlich auch die Gelegenheit so ein bisschen ergreifen. Da kommen jetzt gerade... Da kommen jetzt gerade 3 Stück, das ist eigentlich die ideale Menge. Mein Kommando. Wir werden angegriffen. Okay, jetzt kommen da 4. Feindlicher Angriff. Runenkrieger, zu mir. Einfach mal mit drauf kloppen. Sie sind überall auf mein Zeichen. Dann haben wir hier den nächsten, der von uns allen angegriffen werden soll, bitte. Feindlicher Angriff. Das ist ein Hinterhalt. So, jetzt hört die Heilung auf. Auf meinen Befehl. Feindlicher Angriff. Da muss man dann wieder so ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben aber nur noch 4 vor uns. Und unser Alrios hält auch recht viel aus. Schließt die Reihe auf meinen Befehl. Und der nächste Basilisk stirbt. Ah! Harry Potter und das Schwert von Gryffindor, von Godric Gryffindor, wäre so stolz auf uns. Der Basiliskenschlechter. Ja, und sie werden halten. Tod diesen Versagern! So, bleib mal hier. Wir holen direkt die nächsten, da sind nur noch 6. Da kommt einer. Sind außerdem nicht 6, es sind 7. Da kommt noch einer. Wir werden angegriffen. Da kommen jetzt insgesamt 2. Ich bin bereit. Das ist ein Hinterhalt. Das ist auch ziemlich okay, wenn da nur 2 kommen. Vorsicht, Gegner. Konzentriertes Feuer führt uns zum Sieg. Nein! Priester Teer. Wenn er angegriffen wird, ist es blöd, weil seine Heilaura auf einmal nur noch ihn heilt. Und da er so fragil ist. Sie sind überall. Und eigentlich nonstop am Sterben ist.
Okay, noch welche. Ja. Ihr seht richtig. Ja. Schön. Ja, das ist eine schlechte Voraussetzung. Das sind einfach mal 5. Okay, 2 hauen ab. Wenn ihr mich fragt, mir wären jetzt 3 lieber gewesen oder vielleicht auch 4, aber nicht unbedingt alle. Fokus. Nein, Gultag ist tot. Alrius ist der nächste, der angegriffen wird. Jetzt wird Kord attackiert, was viel besser ist, weil er so unfassbar viel aushält auch. Ja, jetzt kriegt Alrius allerdings. Alrius kriegt ein bisschen Probleme. Ich heile euch im Namen des Kord! Des heiligen Kriegshammers! Warum Kriegshammer, fragt mich nicht. Ich weiß es doch selbst nicht. Ich wollte gerade sagen, hat er noch kein Leben verloren, aber doch hat er. Sehr schön. Gultag ist währenddessen schon auf dem Weg zurück. Warum sind da denn schon wieder 4? Das verstehe ich nicht. Ich war doch gerade schon so weit, dass die fast alle weg waren. Das verstehe ich wirklich nicht. Egal. Kurz Erfahrungsbalken freut sich und hat eine Erektion. Bereit. Auf mein Kommando. Vorwärts. Folgt mir. Trotzdem bin ich langsam an dem Punkt, wo ich das gerne unterbinden würde. Schnell. Das Spawnen meine ich, nicht das Irrigieren von Penissen. Kord. Mein Herz ist wieder. Ja, sie folgen Kord, was natürlich genial ist. Okay, abhauen. Abhauen, abhauen, abhauen. Und auch du abhauen. Die Linien müssen halten. Das war's dann gewesen mit eurem Spawn hier. Er verschwindet. Ich bin im Nichts. Standhalten, Männer. Mein Herz ist ruhelos. Die kleinen Basilisten sind ganz verwirrt, warum sie auf einmal nicht mehr aus ihren Löchern kriechen können, aber ich kann es euch sagen. Folgt mir. Schlag sie zurück! Auf mein Okay. Vorsicht, Gegner! Runenkrieger, zu mir! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Das ist mir eigentlich etwas zu krass. Nein, Priester Teer! Ja, kämpft, Männer! Wir werden angegriffen. Warum er? Verstärkt die Deckung. Er war so ein frommer Junge. Hat den alten Damen immer die Tür aufgehalten. Die Linien müssen halten. Okay. Runenkrieger, zu mir. Sehr gut. Nein. Der Eiserne muss leben. Und jetzt aber der letzte Moika im Basilisk. Oh. No. Jetzt muss ich noch einen wiederbeleben. Nein. Und ich habe schon gedacht, dass wir auf dieser Map nur eine halbe Stunde verbringen werden. Das hat sich als Lüge herausgestellt, aber das ist gut, weil Erfahrungspunkte. Sehr schön. Dieses Lager wäre damit clear.
Wir können uns den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden und hier alles looten und dann mal gucken, wohin uns das alles noch führt hier. Man könnte jetzt auch direkt nach oben hier weitergehen und dieses Lucien-Lager klein walzen. Ich würde aber sagen, wir lassen ihnen noch ein bisschen die Gelegenheit zu spawnen, damit wir da einen schönen großen Batzen haben, der Fokushelm. Ein Set-Gegenstand. Meisterkurzschwert und Robe der Erzmagier. Falls wir jemals so hoch in Magie kommen sollten, können wir uns ja dazu entscheiden, diese Robe anzuziehen. Hier, mir nach. Für den Orden. Ansonsten gehen wir einfach nur weiter in diese tolle Richtung. Vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Und gucken, ob wir was anderes außer Käfer noch vorfinden. Für den Orden. Ich glaube ja irgendwie fast nicht dran. Och! Hier wäre direkt ein Heldenmonument gewesen. Folgt mir. Für die Freiheit. Das muss man aber auch alles erstmal wissen. Hier, mir nach. Schnell. Hier ist nichts mehr, aber hier vorne geht's wieder weiter. Allerdings nur Käfer. Egal. Ich erwarte noch mehr Lucien-Lager, ehrlich gesagt. Basilisken glaube ich nicht mal. Ich glaube, das waren tatsächlich die einzigen hier auf der Map. Da ist auf jeden Fall ein Lucien-Lager. Und los. Ist hier noch irgendwas? Vorwärts. Nope. Zur Ehre Aonies. Da vorne ist auch noch irgendwas. Bergriese! Und mehr Basilisken! Hier, sofort. Yay! Mir nach. Okay. Schön. Erfahrungspunkte. Folgt mir. Keine Ahnung, ob da jetzt wieder ein Spawn ist oder ob da nur so ein paar rumstehen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die. Und los. Vorwärts. Den Rest kann ich dann entscheiden. Feindlicher Angriff. Auf dem Weg. Oh. Schlagt sie zurück. Man sollte natürlich auch den mitnehmen. Mann, was soll denn der Wix-Scheiß? One hit, one kill. Guckt euch dieses vortreffliche Gemetzel an. Wie er einfach mal im Normalmodus schon 71 Schaden macht mit einem normalen Angriff. Das ist ordentlich. Mehr Bergriesen, Zerstörer. 25! Ich glaube, es sagt dir! Auf mein Zeichen. Bereit, folgt mir. So, er stößt jetzt auch mal dazu. Natürlich stößt er nicht zu fest zu, sonst gibt es hier Verletzte. Er besteht aus Eisen. Sofort! Schnell! Wir gehen jetzt hier lang. Das führt nämlich zum nächsten Lucien-Lager. Folgt mir. Sofort. Schnell. Wobei, das ist da, das Lucien-Lager. Vorwärts. Ich weiß gar nicht, ob wir hier anständig hinkommen von da aus. Ansonsten müssten wir hinten lang irgendwie. Schnell. Das war jetzt, glaube ich, so langsam der Ort, wo der Drache kam. In der ursprünglichen Spellforce-Version. Mir nach. In der Kampagne. Folgt in dem mir. Champagner. Noch mehr Basilisken? Mir nach. Okay, wie ich die alle töten soll, weiß ich nicht. Kämpft, Männer. Das ist dann doch etwas krass. Um es mal so auszudrücken. Sofort. Schnell. Schnell.
sind wirklich viele. Wobei das eben auch viele waren. Sofort. Mir nach. Wir werden es wohl wieder so machen, wir werden dann einen Spawnpunkt kaputt reißen. Wir werden ihn schon am Anfang kaputt reißen. Sofort. So viele von diesen kleinen Scheißkäfern, ich verstehe es einfach nicht. Warum man die jetzt unbedingt hier auf der Map platzieren musste. Die erfüllen halt auch einfach keinen wirklichen Zweck, wenn man mal drüber nachdenkt. Die kosten einfach nur Zeit. One hit, one kill, one hit, one kill, one hit, one kill. Sie sind überall! Standhalten, Männer! Mein Herz ist ruhelos. Niemand hält uns Wache. Und ihre Reihen lichten sich schon wieder. Kord, wie wär's mal, wenn du schlägst? Runenkrieger, zu mir! Ich bin bereit, lasst uns gehen. Schön. Das Ziel ist klar. Zerstört die Spawnpunkte. Lootet, was das Zeug hält. Zu euren Dienst, die Rune ruft. Schickt sie zum Seelenfluss. Bereit. Und der Rest kann wieder nach oben gehen. Als nächstes steht dieses Basiliskenlager an. Ich sehe nur einen Spawnpunkt. Ich sehe nur ein Gebäude. Stehe bereit. Dieses Gebäude wird dementsprechend als erstes fallen. Es reicht, wenn Kord ein paar gut platzierte Hiebe loslässt. Und schon haben wir es geschafft. Und das Problem beseitigt. Wie viele sind denn das? Es sind 4. Ach, es müssten 12 sein. Oh, Zalaga. Namhafte Gegner hier auf der Karte. Die Karte ist besser, als ich erwartet hätte. Mein Herz ist wieder los. Zu Befehl. Ich glaube, wir werden das folgendermaßen machen. Ein paar von meinen Leuten werden sich auf das Gebäude stürzen, während Kord alle Basilisken irgendwie versucht abzulenken. Wir müssen schon mal diese störenden Käfer erledigen. Lasst uns gehen. Seid wachsam. Valves vs. Spinatpizza. Das ist tatsächlich die erste Folge, wo wir ein etwas anderes Setting haben. Normalerweise spiele ich immer da vorne. Mein Rechner steht jetzt aber allerdings auch woanders. Und auch die Webcam ist natürlich aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist das erste Mal in 8 Jahren, dass ihr eine ganz neue Sichtweise seht. Nämlich Spinatpizzas wunderschönen Hintern. Sieht man den überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Wir spielen von der Konsole. Wir spielen von der Wii U. Du bist ein Trottel. Ja, wie geht denn das? Ja, geh nochmal weg. Du musst mehr Kraft aufwenden. Ich weiß, dass du keine Kraft mehr hast.